Jo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UFC 2. So, bevor wir jetzt uns in den Kampf stürzen gegen diesen Erik Silva, bauen wir mal kurz unsere Vorzüge aus, weil ich hier noch was ausbauen kann. So, das nochmal um 5%, um eine Stufe höher. Der Rest passt mir soweit. Training ist heute abgeschlossen, ich habe wieder alles auf Verteidigung gebaut. So, dann wollen wir mal. Kann ich mir die Kämpfe nochmal anschauen? Erik, ne, ich kann glaube ich gar nicht mehr. Ne, scheiße. Ich hab vergessen jetzt, wo die Schwachstelle bei dem war, mehr oder weniger. Ich habe 5 Niederlagen zu 19, zu 18 Siegen. Das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Aber 2 von diesen 5 Niederlagen waren sowas von absolut unnötig. Absolut unnötig. So, puh. Coming up next, it's a welterweight showcase between Eric Silva and CM Punk. Ich weiß nicht mehr, was für Vorteile er hatte. Das ist das ganz große Ding. Ich weiß nicht mehr, was er konnte, was er nicht mehr konnte. Eric Silva. Ich glaube, im Stand war der schwächer als alles andere. Fight scheduled for 3 5-minute rounds. Black trunks for CM Punk. White trunks for Eric Silva. Joe, we have literally seen him grow up inside the octagon. A mainstay for so many years. Never a title contender, but yet a fighter people love to watch. And that will never change. That will be the legacy that he leaves the octagon with. Oh, just missed with the straight left. And a nice jab. And there's a takedown attempt. He connects with the straight. Both men looking to do damage early. Muss ich jetzt aufpassen, was ich hier mache. Good jab by Silva. Alter, Mistkerl. Guck mal, er hat dieselbe Reichweite, die ich hier habe. Stepped out yet. Both guys are trying to figure out their opponent's distance and timing before they make a move. Nice leg kick. Paar Kicks ansetzen. He was looking for the head kick, but it was blocked. Eric gets caught with the left. Huge kick to the head. Oh. How good is this? Kind of successful there, man. Vicious shot to the body. Ah, shit. Nein! Nein, das ist nicht wahr! Jetzt hau ihn! Alter, ich kann ihn nicht hauen, ich kann ihn nicht hauen. Alter, ich kann ihn absolut nicht hauen. Warte. Alter, ich kann ihn absolut nicht hauen. Huge uppercut misses. You can hear that one. Ah. Pro fighters always move well side to side. Big takedown there. Nicely done. What a huge right hand. Warte. Solid right hand. Warte, aufrichten. Great transition. Alter, Junge, leck mich hart am Arsch, das ist genauso krass wie der komische Deutsche, Alter. Alter, leck mich hart am Arsch und geh doch endlich down, Mensch. Geh doch endlich down, Junge. Ich schwör, wie lange dauert denn das?
The swelling on his eyes is starting to get really bad. Alter, krieg den nicht down. Ich krieg den nicht down. He gets the full mount. Warte. He's back up to his feet. Ja, ich sehe, das ist ein krasser Typ gewesen. Hit him with the jab. Joe, that's a heavy inside leg. Both men landing in that exchange. Joe, he's looking for the one punch knockout here. That takedown attempt was stopped. Just misses with the left. Silva gets hit by that right kick. He's back up again. Double jab. He's not wrong. And he's looking for that left. CM Punk gets nailed by that head kick. And another takedown. Joe, he's really dominated this fight with his wrestling skills. Alter Junge. Joe, he's really trying to. Es ist so extrem übertrieben, ganz ehrlich. Also ist so extrem übertrieben, Alter. 15 seconds left in the round. Das ist so extrem übertrieben. Really nice movement on the ground. Into the full guard. Das ist so extrem übertrieben. Der kommt doch da im Leben nicht raus, Alter. Wie soll er da im Leben denn rauskommen? Der liegt zweimal auf dem Boden, ich habe den zweimal gegeben, aber er kommt da trotzdem wieder raus. Ihr wollt mich doch komplett verarschen. Er ist Nummer 1 Contender, ich verstehe das, aber komm mal mehr auf, Alter. Ey, das ist doch komplett unrealistisch. Der kann auch im Leben nicht so viel aushalten. Ich war komplett behindert. Letzte Runde muss ich aber gewonnen haben. For the fences with that hook, but misses. Trying to get this fight down to the ground. Oh, nice takedown. Alter, will der mich veralbern. Side control. Alter, ich kann nichts machen, ich kann wieder nichts machen. Backside. He's gonna try to take the back, I think. Full guard. Alter, ich kann nicht. Ihr wollt mich doch voll verarschen. Ich hab den mit das. Joe, here's the finish on our fight. Ey, ich hab den dreimal auf dem Boden, Alter. Ich hab den 20.000 Mal auf dem Boden, Alter. Ja, ja. Lassen wir das. Lassen wir das so stehen. Ja, ja, ihr habt schon recht. Passt schon, passt schon, passt schon. Ey, ich hab den 2.000 Mal auf dem Boden. Ich hab den gegeben ohne Ende, Alter. Steht da jedes. Er kommt da jedes Mal raus ohne Damage, Alter. Ey, ihr ist doch behindert sowas. Was passiert jetzt bei mir? Ey, das ist nicht wahr, Alter. Ey, ich fass das nicht. Ich habe jetzt keinen Plan, was jetzt ist. Puh, Junge, es ist behindert gewesen. Tut mir leid, es war wirklich das Bescheuerste, was ich hier gesehen habe. Ich bin trotzdem Nummer 5 gelistet, oder was? Ja, wie soll ich denn jetzt weitermachen, großartig? Skills Challenge. Kann ich überhaupt irgendwas machen noch? Ne, eher nicht, Leute. Ich kann gar nichts mehr machen. Liebe Leute, wenn ich irgendwie noch anders verfahren soll, wenn ihr noch eine weitere Runde sehen wollt, von UFC 2 lasst mich wissen, ob ich mir dann einen eigenen Kämpfer erstellen soll, weil mit einem anderen Kämpfer fighten soll. Ich habe ehrlich gesagt keiner, weil mit ihm war es das im Prinzip. Ich kann mit CM Punk nichts mehr machen. Die Karriere ist leider durch. Ob ich vielleicht nochmal so mit Conor McGregor irgendwas machen soll, zum Beispiel. Könnt ihr mir drunter schreiben, Conor McGregor, Nick Diaz. Könnt ihr mir gerne mal drunter schreiben, ob ihr noch was weiteres sehen wollt von UFC 2. Also,
Bis dahin, haut rein und tschüss.